Der Ampel droht die Implosion. Scholz gegen Lindner, Lindner gegen Habeck, alle gegen alle. In seinem TV-Talk am Dienstagabend redet sich der ZDF-Moderator Markus Lanz in Rage. Die Gäste schauen verwundert. Die aktuellen TV-Bilder sagen alles. Der Kanzler lädt Vertreter der Industrie ein. Finanzminister Lindner ist nicht eingeladen. Wirtschaftsminister und Vizekanzler Habeck ist nicht eingeladen. FDP-Politiker Christian Lindner startet eine Gegenveranstaltung mit Unternehmern aus dem Mittelstand. Auch das ist Robert Habeck nicht erwünscht. Ein Krisengipfel gegen einen anderen Krisengipfel, und am Ende bleibt, die Krise innerhalb der Regierung wird täglich größer. Es ist nervend, diesem Regierungstreiben zuzusehen. Die deutsche Regierung. Ja, das ist Kindergarten. Christina Dunz ist stellvertretende Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Sie war gerade mit Regierungsmitgliedern in Indien. Und sie hat eine neue Lage erkannt. Und sie fasst bei Markus Lanz zusammen: Eine solche Stimmung habe ich noch nie erlebt. Erlebt hat sie auch, SPD-Kanzler Olaf Scholz fühlt sich ungerecht behandelt. Von wem? Er fühlt sich manchmal von der ganzen Welt ungerecht behandelt. Die Streitereien, die Intrigen, die Befindlichkeiten resümiert die Journalistin so: Ja, das ist Kindergarten. Es ist das Stichwort für Markus Lanz. Der ZDF-Moderator ist bekannt für seine forsche Fragerei. Aber am Dienstagabend mischt er sich so ungeniert in seine eigene Sendung als Beteiligter ein, dass man sich fragt: Darf er das als Journalist eines öffentlich-rechtlichen Senders? Es ist schon ungewöhnlich, das zu erleben. Niemals würden sich die anderen Talker des Öffentlich-Rechtlichen, also Sandra Maischberger, Maybrit Illner oder Louis Klamroth, so involvieren und ihre Meinung äußern. Markus Lanz fragt viel und antwortet auch selbst. Das ist peinlich. Die Gipfel-gegen-Gipfel-Gemengelage kommentiert Lanz so: Das ist peinlich. Und wieder fällt auch bei ihm der Begriff Kindergarten. Als FDP-Mann Markus Faber in der Sendung versucht, die Schärfe mit wohlklingenden Worten herauszunehmen, redet sich Markus Lanz erst recht in Rage. Das ist nicht Ihr Ernst, geht er den FDP-Politiker an, als dieser die Ernsthaftigkeit der Regierung betont haben will. Das kann man doch so nicht machen. Darauf haben die einen Eid geschworen. Lanz ist nicht zu bremsen. Ist das noch Politik oder ist das schon Wahnsinn? Die Beschwichtigungsversuche von Markus Faber verfangen nicht. Sie verlieren doch die Leute. Normal ist das alles nicht, schimpft der ZDF-Moderator. Doch damit ist er noch lange nicht zu Ende. Ist das noch Politik oder ist das schon Wahnsinn? Fragt Lanz rhetorisch. Ist das nicht respektlos? Um dann sein Fazit über die Ampelregierung zu veröffentlichen: Das ist ein katastrophaler IMAG-Everlast, das ist eine frontale Kollision. Spricht Moderator Markus Lanz aus, was Millionen Deutsche denken? Oder sollte er sich als Journalist eines öffentlich-rechtlichen Senders nicht viel mehr zurückhalten? Es gibt das Credo: Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache. Markus Lanz mischt sich ein. Er wirkt an diesem Abend mehr wie ein Bürger, nicht wie der Moderator einer Sendung. Aber manchmal muss man sich eben doch einmischen, wenn die Lage so ernst ist.